Meine Tante Katha wurde am 4. Oktober 1908 geboren, als erstes Kind meines Großvaters Wilhelm Merz, Sanje Merz, geborene Buß. Und danach folgten noch mein Vater als Zweitgeborener und dann mein Petter Konrad Merz als Dritter. Tante Katha war unverheiratet und lebte in unserem Hause in einer Wohnung unterm Dach. Als ich 12 Jahre alt war, bekam auch ich ein Zimmer unter dem Dach und eine Nachbarschaft von meiner Tante, die mich oft zum Essen einlud und wir auch viel miteinander gesprochen haben. Als Kind fand ich ihre Geschichten so spannend. Sie konnte so plastisch erzählen aus der Vergangenheit. Sie erzählt, wie der Urgroßvater, also mein Urgroßvater und ihr Großvater, wie der die Fotografie entdeckt hatte als Buchbinder, aber zweiter Sohn einer Buchbinderfamilie. Der erste Sohn hat natürlich das Geschäft bekommen und er musste sehen, wie es dann weitergeht. Ich empfand diese ganzen Geschichten und das Wissen darüber, wie in der Vergangenheit alles zugegangen ist, eigentlich als großen Schatz und bat sie doch, das mal aufzuschreiben. Aber sie hat sich immer so ein bisschen geziert und hat gesagt, ja und hat immer weiter tüchtig erzählt, bis sie gestorben war. Dann plötzlich bekam ich einen Umschlag. Darin fand ich auf 142 mit Schreibmaschine eng beschriebenen DIN A4 Seiten ihre Lebenserinnerungen. Darin konnte ich dann neben dem vielen Bekannten, was ich ja schon immer erzählt bekommen habe, auch ganz viele neue Sachen erfahren. Zum Beispiel auch über die Herkunft meiner Urgroßmutter, eine geborene Knoblauch. Und davon möchte ich eigentlich erstmal anfangen, etwas vorzulesen. Unser Urgroßvater, Kaspar Knoblauch, Omas Vater, stammte aus Kopperschmieds in der Stadtborngasse, hatte Schmied gelernt und war dann zum Militär gegangen, kam in die Nähe von Kassel und wurde dort kurfürstlicher Fahnenschmied. Papa sprach von ihm immer mit großem Stolz. Eine Lungenentzündung brachte seinem Leben ein frühes Ende. Und unsere Urgroßmutter stand als junge Witwe mit 3 kleinen Kindern mittellos und alleine da. Eine kleine Pension, ich glaube jährlich 20 Taler, diese erhielt man nur ein Tropfen auf einem heißen Stein. So ging sie wieder zurück nach Steinau, mietete sich eine Wohnung auf dem Steinweg und fing an, für andere Leute zu nähen. In diesem Fach brachte sie es aber zu Ansehen und nähte in allen guten Häusern in Steinau die Kleider für die Damen. Später musste unsere Großmutter Emilie dann auch mitgehen. Unsere Urgroßmutter war auch die erste, die sich in Steinau eine Nähmaschine kaufte. Auf Wechsel, die sie aber immer pünktlich bezahlte. Soweit mir bekannt, arbeitete sie später aber meist zu Hause in ihrer eigenen Nähstube mit Lehrmädchen. Als ich als junges Mädchen einmal ihr Grab zurechtmachte, kam eines dieser Lehrmädchen, nun Frau Zinkhahn, zu mir ans Grab und sagte: Ach ja, die Frau Knoblauch, ich habe bei ihr gelernt. Das war eine Strenge. Einmal hat sie sich mitten in die Stube gesetzt, weg von den Fenstern und hat gesagt, sie wolle keine Menschen mehr sehen. Ihren ältesten Sohn Friedrich gab sie zu einem Architekten oder sowas ähnlichem in die Lehre. Er schlug gut ein und schien sehr begabt gewesen zu sein. Soweit mir bekannt war, war er später in leitender Position in einem Hüttenwerk in Thüringen. Er fuhr vierspännig, damals ein Statussymbol. Aber der Stolz und die Befriedigung über diesen tüchtigen Sohn blieben unserer Großmutter auch nicht lange erhalten. Er starb schon früh an einem Hirntumor. Urgroßmutter sei ganz außer sich und total verzweifelt gewesen. Besonders schwer traf sie dieses Unglück, weil ihr zweiter Sohn, Wilhelm, nicht eingeschlagen war und ihr viel Kummer bereitete. Es fehlte ihm vielleicht der Vater. Er wollte nicht arbeiten und verlangte von seiner Mutter immer Geld. Er behauptete, die Alte habe das Geld im Strumpf. Urgroßmutter tat für ihn, was nur in ihren Kräften stand. Erst lernte er Sattler, dann wollte er kapitulieren, das heißt, als Berufssoldat zum Militär gehen. Auch dafür schaffte sie das Geld zusammen. Aber auch dort blieb er anscheinend nicht. Als dann mal ein Bekannter oder Verwandter aus Amerika in Steinau zu Besuch war, gab sie ihm ihren Sohn Wilhelm mit.
und hat sich nie mehr um ihn gekümmert. Es ist scheinbar, wie meine Großmutter später hörte, auch dort nichts aus ihm geworden. Er hatte geheiratet und hatte Kinder, aber später soll er dann getrunken haben und zugrunde gegangen sein. Unsere Urgroßmutter zog dann noch mit ins neue Haus, unsere Großeltern, und hatte dann so wohl noch einige schöne Jahre. Das waren Geschichten, die Tante Katha niederschrieb über ihre Urgroßmutter, also meine Ururgroßmutter. Schön finde ich auch die Geschichten über den Onkel Fritz von Tante Katha. Das war der Bruder meines Großvaters. Meine Tante Katha schreibt über ihn. Als mein Onkel Fritz, der jüngere Bruder meines Vaters, noch unverheiratet war, kam er sonnabends immer nach Hause. Ich stand dann schon immer am Fenster und wartete auf ihn, meinen L. L, wie ich zu ihm sagte. Es war immer ein sehr guter Mensch. Als er 14 Jahre alt war und aus der Schule kam, hatte ihm sein Vater eine kaufmännische Lehrstelle in der Lebensmittelgroßhandlung Stock in Gelnhausen in der Langgasse verschafft. Am 1. April musste er dort anfangen. Es wurde immer erzählt, sein Vater brachte ihn am 31. März dorthin, damit er am 1. April morgens gleich anfangen konnte. Herr Stock, der Chef, habe ihm das immer hoch angerechnet und es später immer wieder seinen Leuten erzählt, dass Herr Merz seinen Jungen so zu ihm gebracht hätte, dass er gleich pünktlich anfangen konnte. So war unser Großvater. In seiner Jugendzeit vor dem Ersten Weltkrieg musste Onkel Fritz für seine Firma noch alle Kundschaft in der näheren und weiteren Umgebung in den Dörfern um Gelnhausen zu Fuß besuchen. Auf dem Heimweg hatte er dann oft eine große Geldbörse mit Gold- und Silberstücken darin bei sich. Als er so einmal bei Dunkelheit durch einen Wald ging, kam er an einem Zigeunerlager vorbei. Ein Zigeuner stand auf, kam zu Onkel Fritz und sagte, er wolle ihn begleiten. Unser Onkel wehrte ab und sagte, er könne alleine gehen. Der Zigeuner war aber von seinem Vorhaben nicht abzubringen. Onkel Fritz schwitzte Blut und Wasser vor Angst und fürchtete um sein Leben. Der Zigeuner ging mit ihm, bis er die Lichter von Gelnhausen sehen konnte. Dann sagte der Mann zu ihm, sehen Sie, Sie haben wahrscheinlich viel Geld bei sich. Wenn Ihnen etwas passiert wäre, wären wir Zigeuner in den ersten Verdacht geraten. Deshalb habe ich Sie begleitet. Jetzt kann Ihnen nichts mehr passieren. Der Zigeuner verabschiedete sich dann. Mein Onkel bedankte sich bei ihm und war froh, als er zu Hause war. Als ich 5 Jahre alt war, griff dann schon die gottverdammte Politik in unser kleines Leben ein. Sie hat dann unser ganzes weiteres Leben bestimmt. Der Erste Weltkrieg brach aus. Mein erster Eindruck davon war, ich stand mit meiner Großmutter und meiner Mutter vor unserem Hause. Mama hatte einen gelb gestreiften irdenen Milchtopf in der Hand und beide waren sehr aufgeregt und ängstlich. Da fuhr ein Auto vorbei und ein Mann stand darin und rief allen Leuten zu, »Russland zieht seine Truppen zurück!« Mama und Oma sagten nur »Ach Gott« und schienen aufzuatmen. Aber es war wohl nichts damit. Das Unglück brach über uns herein. Ich erinnere mich, dass ich morgens in meinem Kinderbettchen stand. Da kam Onkel Konrad Merz, der Cousin meines Vaters, ins Schlafzimmer und weinte, weil er Order bekommen hatte und in den Krieg ziehen musste. Papa und Mama redeten ihm gut zu. Er würde ja wohl schon bald wiederkommen. Er hatte damals 3 kleine Jungen, das 4. Kind war unterwegs. Es war dann ein Mädchen und er hat es nie zu sehen bekommen. Onkel Konrad kam nie wieder. Er war vermisst. Und erst nach dem 2. Weltkrieg bekam Tante Sophie seine Erkennungsmarke zugeschickt, die bei Erdarbeiten in Frankreich gefunden worden war. Mein Onkel hatte sich in Gelnhausen in ein kleines, zierliches Mädchen verliebt, das morgens in der Herlegasse vor der Türe stand, wenn Onkel für seine Firma Stock zur Post ging. Das war aber nicht im Sinne meiner Eltern. Er sollte eben ein kräftiges, steinernes Mädchen heiraten, das auch etwas mitbrachte. In dieser Beziehung war da wohl in Gelnhausen nichts zu erwarten für ihn. Nach den Erzählungen meines Vaters war die Hochzeit meines Onkels, die von seinen Schwiegereltern in Gelnhausen ausgerichtet worden war, sehr arm. Die Hochzeit meiner Eltern war in Steinau im Jahre 1907 sehr groß gefeiert worden, mit ca. 150 Gästen, alles war reichlich vorhanden. Aber in Gelnhausen, bei der Hochzeit des zweiten Sohnes, gab es nur einen kleinen Braten,
Das war für meine Großeltern scheinbar schwer zu verkraften. Sie hatten schwer gearbeitet und für ihre Söhne gut gesorgt. Waren nun aus allem Sorgen raus und konnten sich etwas leisten. Das sollte man auch sehen. Von der Armut hatten sie genug. Die Ehe von Onkel und Tante in Genhausen habe ich ja nun erlebt. Und sie war sehr gut und harmonisch. So ziemlich die beste, die ich überhaupt beobachtet habe. Es waren auch zwei ruhige und ausgeglichene, bescheidene Menschen. Im Gegensatz zu meinen Eltern, wo es immer mal Sturm gab. Eines Tages spielte ich an dem kleinen Brückchen der Sennelsbach, das über den Torgartenweg führte, und es läuteten die 11 Uhr Glocken. Da wurde ich ins Haus gerufen. Meine Mama stand in ihrem Schlafzimmer, kämmte sich die Haare und weinte still für sich hin. Meine Oma stand dabei und sagte zu ihr, »Geh nur schnell mal hin zum Katrinje«, und mir wurde gesagt, mein Petter sei gefallen. Meine arme Gut stand nun als junge Frau allein mit zwei kleinen Mädchen, Sandchen und Lieschen, da. Mein Onkel Busesch, der Bruder von Mama und meiner Gut, nahm sie dann wieder mit ins Elternhaus auf dem Stadtberg. Dort hat sie dann wieder mitgearbeitet und mit ihren Kindern gelebt, bis zu ihrer späteren Wiederverheiratung. 1916 wachte ich dann morgens einmal auf. Papa stand über mein Kinderbettchen gebeugt, küsste mich und weinte und nahm Abschied. Er hatte Order bekommen und musste einrücken. Vorerst auf den Griesheimer Sand bei Darmstadt zur Ausbildung. Nach wahrscheinlich einigen Wochen nahm Mama Fritz und mich an der Hand und ging mit uns an den Bahndamm am Hollrhein, um Papa noch einmal zu sehen und ihm zuzuwinken, da er nun nach dem Osten fuhr. Als wir droben standen und warteten, wurde aber der Zug am Bahnhof kurz angehalten und die Leute, die dort standen, konnten ihre Männer und Väter und Brüder noch einmal kurz sehen und sprechen. Wir sahen Papa aber dann bei der Vorbeifahrt nur noch am Fenster stehen und uns zuwinken. Er weinte. Vom Kriege selbst merkten wir im Ersten Weltkrieg zu Hause nicht viel. Aber es war viel Angst und Leid unter den Menschen, da dauernd Todesnachrichten kamen. England verhängte die Hungerblockade über Deutschland und wir bekamen immer weniger zu essen. Meine Mutter bebaute aber mit Tagelöhnerinnen unseren großen Garten. Für unser verpachtetes Feld bekamen wir Naturalien, das heißt Kartoffeln, etwas Getreide und ab und zu von der Verwandtschaft auch etwas Milch. Mama hatte auch Hühner angeschafft oder kamen die erst in der schlechten Zeit nach dem Kriege? Ich weiß es nicht mehr genau. Papa war inzwischen im Bialystok, das damals zu Russland gehörte, in einem Kriegsgefangenenlager mit 2000 russischen Kriegsgefangenen, mitten im Urwald als Koch gelandet und hatte täglich für diese 2000 Menschen zu kochen. Wenigstens wurde er nicht geschossen und er überlebte. Bei den polnischen Bauern konnte Papa Eier kaufen und schickte sie ab und zu in Holzkisten in Streu gut verpackt nach Hause. Das war für uns eine große Hilfe. So wie ja unser guter Papa immer sein ganzes Leben lang gut für seine Familie gesorgt hat. Wenn er da war, ging es uns immer gut. Oma bekam jeden Tag 2 Eier in die Suppe. Die übrigen verwandte Mama zum Kochen. So kam immer etwas auf den Tisch. Ich selbst machte mich mit meiner Schulkameradin Lise Frischkorn selbstständig und ging sonntags mit ihr nach Seidenroth zu den Bauern, Eier betteln. In einem grünen Samtstrickbeutel brachte ich circa immer so 10 Eier nach Hause, die ich natürlich den Leuten in Seidenroth bezahlte. Mama freute sich immer sehr darüber, aber Milch und Eier verbrauchte Mama immer nur für die Mahlzeiten an uns beiden Kindern, kam nie ein Ei zum Essen auf den Tisch. Mehl zum Brotbacken war bei den Bäckern schon lange nicht mehr da. Es war undefinierbar, wovon sie Brot backten. Wenn wir die Brotbüchse aufmachten, kam uns immer eine Wolke Schimmelstaub entgegen und das Brot war verschimmelt. Von der Schule aus gingen wir Laubheu sammeln. Das heißt, wir pflückten die Blätter von den Bäumen und füllten sie in Säcke. Das sollte für die Pferde sein. Auch die braunen Spitzen der Bäume, in denen die Blätter heranwuchsen, sammelten wir. Das käme unter das Brot, sagten sie. Mama erinnerte sich, dass ihr Vater oft zu ihnen gesagt hatte, wenn sie am Essen mäkelten, ihr esst noch einmal Hobelspäne. Nun sagte sie, jetzt essen wir sie wirklich. Auch große Brennnesselstängel wurden gesammelt, für Nesselstoff, für die Wäsche.
Da wir aber von unserem Onkel Busechosch für unser verpachtetes Feld immer etwas Korn bekamen, ließ die Mutter das mahlen und backte dann auch manchmal selber Brot. Das war dann sehr gut. Zu all dem hatte Mama auch noch die Stadtwaage vor unserem Hofeingang zu bedienen. Musste täglich hinaus, um Heu, Stroh, Vieh und so weiter zu wiegen, das die Bauern abliefern mussten. Dabei hatte sie sich schwer erkältet, bekam erst eine entzündete Nase, auf die sie nicht achtete. Dann schwoll das Gesicht an, sie bekam Fieber und der Arzt stellte eine Gesichtsrose fest, die sich sehr gefährlich entwickelte. Das ganze Gesicht war voller Eiterblasen, die dann auch noch ins Haar überliefen. Dazu bekam sie dann auch noch Herzschwäche. Und die Sache entwickelte sich gefährlich, weshalb unser Papa in Russland um einen Sonderurlaub nachsuchte, der ihm aber erst viel später gewährt wurde, da für ihn in der Küche kein Ersatz da war. Was bedeutete in einem Krieg schon ein Menschenleben? Als unser Vater dann ankam, ging es Mama schon wieder viel besser. Während der Krankheit unserer Mutter wurden wir und Haushalt abwechselnd von Knoblauchs Gredel und meiner Gut versorgt. Die Pflege besorgte die damalige Stadtdiakonisse Schwester Helene. Fritz wollte Knoblauchs Gredel einmal nicht gehorchen. Sie wollte aber unsere kranke Mutter nicht aufregen, da nahm sie den Fritz mit in den Keller und verdrosch ihm dort ordentlich das Hinterquartier. Mama hörte das Gebrüll nicht und Fritz gehorchte nun. Als Papa in Urlaub da war, spielte ich am Mühlgraben im Gässje, was uns streng verboten war, weil da schon einige Kinder hineingefallen und vom Wasser mit fortgerissen worden waren. Die Nachbarsleute sagten, das darfst du doch nicht, deine Mama hat dir das doch verboten. Ich sagte, ach, die Mama liegt ja im Bett, die sieht das ja nicht. Mein Papa erfuhr aber davon, erholte mich und verhaute mich, auch im Urlaub. Als Mama wieder aufstehen durfte, waren ihr alle Haare ausgegangen. Die nachwuchsen, waren dann aber schneeweiß. Ich kann sie mir heute gar nicht anders mehr als in weißen Haaren vorstellen. 1915 war ich in die Schule gekommen. Ich ging gerne in die Schule zu Herrn Lehrer Thiel. Das Lernen machte mir keine Schwierigkeiten. Wir sangen in der Schule Heil dir den Siegerkranz, Herrscher des Vaterlands, Heil Kaiser dir und so weiter. An den Wänden unserer Klasse hingen Bilder von Kaiser, von Hindenburg und vom alten Fritz. Mit Sprüchen wie, wir müssen die Ohren steif halten, etc. Meine Schulkameraden und Schulkameradinnen mussten alle schon sehr viel mit auf dem Feld und im Stall arbeiten. Aber uns Kindern kam das alles nicht so sehr zu Bewusstsein. Wir empfanden das alles als normal. Morgens klapperten die Holzschuhe auf den Gassen, wenn die Kinder in die Schule gingen. Und im Sommer liefen die meisten Kinder barfuß. Mein Cousin Philipp hatte so feste Fußsohlen, dass er barfuß auf dem Stoppelacker rumlief. Wir, besonders ich, wollten auch gerne barfuß laufen, aber das konnten wir bei unserer Mama nicht durchsetzen. Das erlaubte sie nicht. Das wäre in ihren Augen wahrscheinlich so etwas wie ein sozialer Abstieg gewesen. Zu Leuten, die barfuß liefen, gehörten wir nicht. Mama war sehr stolz, wenn das auch sonst meistens nicht zum Ausdruck kam. 1918 bauten dann auf einmal steinere junge Männer, ich kann mich auf Finge Fritz und Müller-Heiner besinnen, zwischen unserem und Amendehaus und der gegenüberliegenden Sennelsbachbrücke eine Ehrenpforte auf. Und es hieß, es wäre nun Revolution. Keiner wusste so richtig, was das eigentlich war. Auf einmal kamen Soldaten mit Pferden und Kanonen einmarschiert, die aber von dem ganzen Empfang gar nichts wissen wollten. Alle erschienen unseren Müttern sehr niedergeschlagen. Wir bekamen einen Wachtmeister mit Namen Otto ins Quartier, einen ebensolchen später mit Namen Mörsfelder. Alle schimpften böse über die Leute vom Soldatenrat, die ihnen die Schulterklappen und alle Ehrenzeichen von den Uniformen gerissen hatten. Sie kamen sich offensichtlich entehrt vor. Es kamen nun sogenannte Demonstrationszüge, wieder was Neues für Steinau. An Rostbachs Ecke stellten sich diese Männer und Frauen auf, mit roten Fahnen, roten Armbinden und angesteckten roten Blumen. Vorneweg marschierte Herr Bernhard Richter vom Obertor. Der hinkte an seinem Stock, war begeistert und rief, unser Demonstrationszug setzt sich in Bewegung. Alle marschierten los, sangen voller Begeisterung. Meine Eltern und die Nachbarschaft hingen an den Fenstern, lachten und wussten wahrscheinlich nichts Rechtes damit anzufangen. Aber für unseren Fritz
und seine Spielkameraden war das ein Fest. Sie marschierten froh und munter daneben her. Dann war überall Tanzmusik und die ganze übrig gebliebene Jugend tanzte so viel, wie sie nur konnte und versuchte wohl, das jahrelange Versäumte nachzuholen. Die älteren Leute schüttelten die Köpfe und hielten dieses Verhalten inmitten unserer nationalen Tragödie für einen großen Frevel. Aber die Jugend verlangte auch ihr Recht. Was konnten wir denn dafür? Unsere Feinde schrieben in den Zeitungen: Deutschland tanzt. Wir als Kinder standen sonntags auf der Schießhalle am Tanzplatz und bewunderten die Schiebertänze. Gerne wären wir groß gewesen, hätten mitgetanzt. Nach der Revolution waren in Steinau von der Front zurückflutende Soldaten einmarschiert. Sie hießen die 63er und waren ziemlich lange da. Viele haben sich dann auch hier verheiratet und sind da geblieben. Deutschland musste nun seine eigenen Waffen zerstören. Auf den Wiesen und Äckern hinter dem Schloss wurden alle aufgehäuft und gesprengt und zerstört. Für die Steinauer Jugend war das alles sehr interessant und sie trieben sich viel dort herum. Wir durften aber nicht dahin gehen. Einmal kam ein Steinauer Mann zu meinem Vater und sagte: Merz, ich habe so ein Ding gefunden, wenn man vorne drauf drückt, springt hin so Dinger hoch. Willst du es haben? Es war eine Schreibmaschine, die hier noch niemand kannte. Papa aber sagte: Um Gottes Willen, bleib mir nur mit dem Zeug weg. Ich will davon nichts wissen. Ein Cousin von mir, Buse Schosch aus der Merzgasse, wurde ein Opfer dieser bösen Zeit. Mein Onkel Fritz, der zweite Bruder meiner Mutter, der in der Merzgasse im Bürgermeisterhaus verheiratet war, hatte ursprünglich zwei kleine Söhne, Schosch und Fritz. Der kleine Fritz starb vierjährig an einer Hirnhautentzündung, als mein Onkel in Frankreich kämpfte. Nun war noch Schosch übrig. Ein schöner, großer, gesunder, blonder Junge von 10 Jahren, so alt wie ich, voller Leben und Unternehmungsgeist. Im Frühjahr, als mein Onkel Fritz am Vormittag aufs Feld fuhr, saß Schosch mit seinem Spielkameraden auf einem Baum in der Schlossstraße und sie sangen lauthals: Schöner Frühling kommt doch wieder. Mein Onkel hatte seine Freude daran. Als er vom Feld wieder nach Hause fuhr, war sein letzter Junge schon tot. Ein 17-jähriger junger Mann aus Steinau, der hinter dem Schloss mit Gewehren auf dem Wehrmachtspark spielte, hatte auf die Jungen gezielt und geschossen, als sie durch das Schloss nach Hause gingen. Schosch wurde im Schlossbogen vom Rücken her ins Herz getroffen. Ich sah Schosch dann auf dem Todesbett liegen, wo er nach 5 Tagen beerdigt wurde. Ganz Steinau war in Aufruhr und meinem Onkel Fritz hat es wohl den Lebensnerv getroffen. Er hat diesen Mord an seinem schönen, gesunden Jungen im Leben nie verwunden. Es gab Gerichtsverhandlungen in Hanau, bei denen aber nichts herauskam, obwohl der Mörder des Jungen in Steinau bekannt war. Er hatte kein Geständnis abgelegt und alles abgestritten. Der Richter sagte: Ein so junger Mann und schon so verstockt. In den damaligen wirren Zeiten ging eben alles drunter und drüber. Mein Onkel soll damals ausgerufen haben: Wer das getan hat, der darf keines natürlichen Todes sterben. Der Schädel muss ihm auseinanderfliegen. 7 Jahre später, als es wirklich eintraf, soll er es abgestritten haben. Ich weiß es nicht. Ich war noch zu klein. Als ich 17 Jahre alt war und bei Tante Gretchen eifrig nähen und flicken lernte, geschah dann das Unglück an dem jungen Mann. Er soll seit dem Mord nie mehr gelacht haben und nie mehr froh gewesen sein. Im Winter dieses Jahres arbeitete er mit einer Waldarbeiterrotte im Wald. Beim Fällen eines Baumes drehte sich der Baum, fiel auf den jungen Mann und spaltete ihm den Kopf. In Steinau lebt nun das alles wieder auf und jeder sah darin die Strafe Gottes. Die Zeit ist darüber hinweggegangen, heute weiß kaum noch jemand etwas davon. Es hieß aber in Steinau, im Bürgermeisterhaus haben die Jungen kein Glück. Es kann sein, wie es will, aber es sah wirklich so aus. Was vorher war, habe ich nie erfahren, aber in der Generation, in der mein Onkel in das Haus einheiratete, war kein Sohn vorhanden, nur 4 Töchter. Die beiden Söhne meines Onkels waren nun tot, der nachher noch geborene Sohn Wilhelm starb schon als kleines Kind. 2 Mädchen sind übrig geblieben. Mein Onkel Fritz hat nach dem Mord an seinem Jungen nie mehr die Kirche betreten, obwohl ihm die ganze Verwandtschaft zugesetzt hat deswegen. Und von einem Herrgott wollte er nichts mehr wissen.
Was nach der Revolution kam, haben wir als Kinder eigentlich nur am Rande erlebt. Für uns schien die Sonne, wir spielten, wenn uns Zeit dazu blieb. Wir gingen in die Schule, die uns keine Schwierigkeiten machte, mussten aber noch sehr viel tun. Zu Hause mithelfen, besonders ich. Fritz verschwand meistens bei Eichs und spielte dort mit seinen Freunden. Ich musste helfen, im Laden bedienen und kam nur noch selten dazu, mit den Kindern auf der Straße zu spielen. Ich war immer die Älteste und musste vernünftig sein.